Traumwetter und ein Traumfinale bei den deutschen Meisterschaften im Beachvolleyball in Timmendorfer Strand vor 6000 Zuschauern. Bilder, an die wir uns gewöhnen könnten. Unsere Goldmädels erneut auf dem Treppchen. Kira Walkenhorst und Laura Ludwig, das derzeit wohl beste Beachvolleyball-Duo der Welt bei den Damen. Aber es war ein schweres Stück Arbeit gegen Chantal Laboureur und Julia Sude. Die beiden ja immerhin auch das derzeit drittbeste Team der Welt. Die Führung im ersten Satz, sie ging hin und her. Und die Fans sahen zum Teil spektakuläre Ballwechsel. Es war natürlich ein sehr kräfteraubendes Spiel bei geschätzt 27 Grad im Schatten und im tiefen Sand. Ein Timmendorfer Strand. Wieder mal gab den Ausschlag am Ende die großartige Spielübersicht von Laura Ludwig. Wie hier zum Ende des ersten Satzes. Das Spiel, was vielleicht keine andere Frau auf der Welt so gut beherrscht wie sie. Mit einem Ass entschied dann Kira zum 22:20 den ersten Satz für die Goldmedaillengewinnerinnen. Im zweiten Satz drückte dann vor allem Kira dem Spiel ihren Stempel auf. Sie war es, die wie gewohnt vor allem mit überragendem Blockspiel die Gegnerinnen mürbe machte. Aber Laboureur Sude, die hielten weiterhin lange Zeit dagegen. Es war ein Spiel auf allerhöchstem Niveau. Aber am Ende gewannen dann eben doch unsere Goldmädels. Nach etwa 45 Minuten war es soweit. Matchball und Sieg. Die deutsche Meisterschaft verteidigt. Der Rest war dann Feuerwerk, Champagner und Freudentränen.